Es ist Krieg in Europa. Der Krieg ist hässlich und brutal. Seit 1939 tobt er, fordert Millionen Todesopfer. Der Weltkrieg beherrscht nur eine Sprache, die der rohen Gewalt. Zwischen Paris, Berlin, Warschau werden Städte zu Schlachtfeldern, heulen immer wieder die Sirenen, sterben Männer, Frauen und Kinder. Viele ländliche Regionen aber werden verschont. Wie im Auge des Orkans liegen Dörfer vermeintlich still und friedlich. Wagenschwendt ist so ein Dorf. Wagenschwendt im Odenwald in Süddeutschland. Das ist Hanka, Hanka Szendzielasz. Sie spricht 5 Sprachen. Eine gebildete Adlige aus Polen. Jung und schön ist Hanka und mutig. In Vilna, Vilnius, der heutigen Hauptstadt Litauens, kämpft sie gegen die deutschen Besatzer, gegen die Nazis. Ihr Mann Sigmund führt eine Untergrundarmee an. Hanka macht mit. Bis sie eines Tages auffliegt. Auf der Straße in Vilna wird sie von deutschen Soldaten kontrolliert. Sie hat Flugblätter und Dokumente dabei, die sie als Untergrundkämpferin verraten. Die Nazis verhaften die junge Polin. Ihr Mann und die kleine gemeinsame Tochter bleiben zurück. Sie wissen nicht, was aus Hanka wird. Für Hanka beginnt eine Odyssee durch Konzentrationslager und Gefängnisse in halb Europa. Eingepfercht in Viehwaggons bringen die Nazis sie erst in ein Gefängnis, dann ins Konzentrationslager Ravensbrück nach Brandenburg. Wieder geht es in rumpelnden, stickigen Waggons weiter, zur Zwangsarbeit nach Frankreich, dann wieder ins KZ Ravensbrück. 1944 verschlägt es die junge Polin als Zwangsarbeiterin in den Odenwald in Süddeutschland. In dem kleinen Dorf Krumbach, 50 Kilometer von Heidelberg entfernt, spuckt der hölzerne Güterwaggon Hanka aus. Hier soll sie in einer Fabrik schuften. Hanka hat Glück. Der Fabrikbesitzer ist gut zu ihr. Er behandelt sie wie ein Familienmitglied. Hanka schließt Freundschaften in Krumbach und dem benachbarten Wagenschwendt, macht Ausflüge mit Freundinnen. Der Odenwald ist friedlich, die Front ist weit weg. Im Gasthaus Linde in Wagenschwendt treffen sich abends die Männer, die nicht in den Krieg müssen. Bier gibt es und Wurst und Käsebrote. Manchmal diskutieren die Männer, wie es weitergehen soll mit diesem Krieg, der jetzt schon fast 6 Jahre dauert. Es ist Anfang 1945. Die Alliierten rücken von Westen her vor, versuchen immer wieder hinter die deutschen Frontlinien zu kommen. Auch davon hat man schon gehört in Wagenschwendt. Vielleicht ist auch Hanka manchmal zu Gast in der Linde mit den Freunden aus Wagenschwendt. Auf jeden Fall kennt man sie hier, Hanka, die Zwangsarbeiterin, die schöne, freundliche Frau aus Polen, die so viele Sprachen spricht. Es ist der 24. Februar 1945. Brummend nähert sich ein Flugzeug. Die Maschine fliegt über Wagenschwendt und Krumbach weiter Richtung Limbach. Eine Luke öffnet sich, 2 Männer mit Fallschirmen springen in den winterlich eiskalten Himmel über Limbach. Sie landen auf einem Acker, lösen die Fallschirme, rennen in einen Wald. Die beiden Männer wollen unerkannt bleiben. Amerikanische Spione, die sich hinter der Front abgesetzt haben. Ihr Auftrag? Sie sollen herausfinden, wie die aktuelle Lage im Odenwald ist, wo mit bewaffnetem Widerstand zu rechnen sein wird, wenn die Alliierten kommen. Im Wald bei Wagenschwendt ist der Förster zu Fuß unterwegs, als ihm 2 Männer entgegenkommen, die er noch nie gesehen hat. Der Förster spricht die beiden an, fragt, wo sie herkommen, wo sie hinwollen. Sie antworten in einer ihm unbekannten Sprache. Er versteht sie nicht. Der Förster wird erst stutzig, dann misstrauisch. Vielleicht sind die beiden ja Spione.
Unter einem Vorwand lotst der Förster die zwei Männer in das Gasthaus Linde in Wagenschwendt. »Ihr habt doch bestimmt Durst und bitterkalt ist es auch«, sagt er freundlich. Die beiden Männer schauen ihn ratlos an, aber sie folgen ihm. Die Neuankömmlinge werden beäugt, aber der Wirt lässt ihnen Bier bringen. Einer der Wagenschwender beginnt ein Gespräch. Die beiden Männer zucken nur mit den Schultern. »Hanka«, sagt einer im Gasthaus, »wir holen Hanka. Sie spricht 5 Sprachen, sie kann vielleicht dolmetschen.« Der Wagenschwender Förster wird immer misstrauischer. »Los, lauf und hol auch den Oberstleutnant Sattler«, sagt er zu einem Jungen. »Irgendwas stimmt hier nicht.« Rudolf Sattler ist gar nicht weit vom Gasthaus stationiert. Sein Dienstposten ist im alten Schulhaus an der Hauptstraße untergebracht. Noch bevor Sattler kommt, trifft Hanka im Gasthaus ein. Sie versucht ein Gespräch mit den zwei Fremden, aber nein, sie versteht die beiden auch nicht. Noch nie hat sie so eine Sprache gehört. Die beiden Männer werden nervös. Jetzt ist auch der deutsche Oberstleutnant da, Rudolf Sattler. In Uniform und mit energischen Schritten betritt er das Gasthaus Linde. Da verlieren die beiden Spione die Nerven. Einer zieht eine Waffe, es fallen Schüsse aus Pistolen und Gewehren. Im Gasthaus bricht ein tödliches Durcheinander aus. Rudolf Sattler wird erschossen. Die beiden Spione sterben durch Schläge, Tritte und Schüsse. Auch Hanka wird im Chaos von Kugeln getroffen. Sie stirbt noch im Gasthaus. Vier Tote in einem friedlichen Dörfchen im Odenwald, irgendwo zwischen Polen und Amerika, zwischen Washington, Berlin und Vilnius. 3 Monate später ist der Krieg in Europa vorbei, nach 6 langen Jahren. Heute wissen wir, die beiden Spione im Auftrag der Amerikaner waren deutsche Kriegsgefangene, die sich durch den Job als Spion aus der Gefangenschaft freigekauft hatten. Die Sprache, die sie vorgaben zu sprechen, war vermutlich eine Fantasiesprache. Die Leichname der beiden wurden zunächst auf dem kleinen Friedhof des Dorfes verscharrt, bald aber vom amerikanischen Militär exhumiert und an einem uns unbekannten Ort bestattet. Rudolf Sattler, der deutsche Oberstleutnant, der in Wagenschwendt seinen Dienst versah, wurde in Heidelberg beerdigt. Wann hört dieser Wahnsinn endlich auf, hatte er noch kurz vor der Schießerei an seine Familie geschrieben. Seinem Sohn Hans-Peter verdanken wir die wichtigsten Recherchen zu den Ereignissen vom 24. Februar 1945. Hanka Szendzielasz, die junge Polin, wurde in Wagenschwendt im Odenwald begraben, hoch im Norden von Baden-Württemberg. Das Grab wird von der Gemeinde gepflegt. Immer wieder legen Menschen hier frische Blumen ab. Auf Tafeln wird die Geschichte auf Deutsch und Polnisch erzählt. Besucher erfahren hier auch, dass Hankas Mann Siegmund als Leiter der Untergrundarmee heute als Nationalheld in Polen verehrt wird. Auch Barbara war schon auf dem Friedhof in Wagenschwendt. Barbara, die Tochter von Hanka und Siegmund. Ein Kleinkind, als die Mutter spurlos verschwand und von den Nationalsozialisten durch halb Europa transportiert wurde. Tochter Barbara war selbst schon alt, als sie endlich erfuhr, was aus ihrer Mutter Hanka geworden war und wo sie beerdigt ist. In einem kleinen Dorf im Odenwald, irgendwo zwischen Polen und Amerika, zwischen Washington, Berlin und Vilnius.